Hallo und willkommen zurück zu den fliegenden Inseln von Tomb Raider 2. Fängt ja schon mal ganz gut an, dass im Hintergrund League of Legends Nachrichten geschrieben werden bei mir. Ich hätte da vielleicht offline gehen sollen. Und da fliegt schon der erste. Das sind neue Gegner, die wir hier treffen. Die fliegen und schweben und schweben und fliegen und ich mag die überhaupt nicht. Jetzt müssen wir eigentlich mal warten, dass er hier rüberkommt, oder? Ja, da kommt hier also rüber. Na komm her. Ich könnte jetzt einfach nochmal speichern. Ja, die fliegenden Inseln. Natürlich musste ich mal wieder dingsen. Laden anstatt speichern. Jetzt kann ich auch eigentlich hier gleich durchrushen. Dass ich hier erstmal gleich rüber jumpe. So, naja, ich hatte auf jeden Fall gerade eben in League of Legends mit einem darüber geschrieben. Über Tomb Raider 2, ob er das kennt. Ansonsten, ja. Nein, ich mache nicht bei anderen Leuten Werbung dafür, dass ich hier Let's Play, sondern wenn die mich über wie heißt es denn? Über YouTube so finden, dann bin ich ganz froh drüber. Ansonsten finden sie mich nicht über YouTube. Ich weiß nicht. Wenn er mich jetzt fragen würde, zum Beispiel, was machst du denn bei YouTube für Videos, dann glaube ich, würde ich dann schon sagen. Und ich kann das einfach nur neu laden, weil ich blöde Fehler mache. Auf jeden Fall. Wenn er mich fragen würde, was ich für Videos mache, würde ich dann höchstwahrscheinlich schon wahrheitsgemäß. Nein, ich werde auch wahrheitsgemäß antworten, weil das so bin ich einfach. Man sollte schon zu Leuten, die man kennt, ja, ehrlich sein. Und ich glaube, Ehrlichkeit währt auch am längsten. Ich bin auch so ein Mensch, der halt diesen Spruch verwendet. Weil es ist ganz einfach so. Dieses Level kann ich nicht mehr so ganz wie meine Westentasche, so wie das letzte. Aber ich kenne es einigermaßen noch. Ich weiß auf jeden Fall, dass da halt gerade eben die eine Tür aufging. So, ich hatte hier damals immer voll die Probleme, wie man da überhaupt rüberkommt, weil hier eigentlich alles nur, wenn man das sieht, alles Abgrund ist. So, und diese eine schwebende Figur will ich eigentlich töten. Und ja, wo war ich eigentlich? Genau. Das ist ja bei mir jetzt so ein Aufnahmemarathon, was ich hier ja eigentlich im Großen und Ganzen mache. Und das sind ja die letzten zwei Levels, sind das jetzt nur noch. Das hier und noch eins kommt. Und ich bin tot. Ich hasse es. Ich hasse es jetzt schon. Augenblick. So, da ich in der letzten Folge schon so bei einem ernsten Thema war und wie gesagt, das hier ein Aufnahmemarathon ist, dass ich die letzten drei Levels hintereinander komplett aufnehmen werde, wird es halt so weiter sein, dass ich halt über das rede, worüber ich gerade Lust und Laune habe. Okay, das explodiert. Und ja. Deswegen hatte ich da nur gerade ganz kurz eine Aufnahmepause eingelegt, damit ich halt mich um ein paar Sachen kümmern konnte. Wie zum Beispiel ein paar Sachen bei League of Legends, ein paar Fragen beantworten. Und ja. So, ich möchte jetzt eigentlich erstmal diese Plattform da unten und diesen einen Typen da oben eigentlich noch immer umbringen. Jetzt gucke ich erstmal, dass ich hier hochkomme und diesen einen Typen umgebracht kriege. Na, wie sieht ihn doch an? Na, egal. Jetzt warte ich kurz. Ich glaube, der kann auch landen. Ah, ich mag diese Geräusche nicht von dem. So, ich habe auch nicht endlos Munition von denen. Okay, der ist tot. Ich nehme einfach mal jetzt die Uzis. So, es sind ja Automatik, es das heißt ja nicht Magnum. Ich habe da in einigen Folgen Magnum dazu gesagt, dabei ist es ja, wie gesagt, die Automatik-Munition oder Waffe. So. Und ja. Wir wollen jetzt erstmal da nach unten zu dieser Plattform. Zu der kommen wir hin, wenn wir. Ich versuche es einfach. Ich habe mir da jetzt gerade was ausgeschaut. So herum. Ich glaube, wenn ich jetzt hier lande. Ja. Und jetzt hier mit Anschwung. Oh mein Gott. Es hat auf jeden Fall funktioniert, so wie ich es wollte. Ich werde jetzt nicht safe staten. Weil ich der Meinung bin, dass ich es auch eigentlich so hinkriege. So. Na, stirb. Dankeschön. Okay. So. Es war damals eigentlich eins meiner Lieblingslevels.
Wir haben jetzt hier schon zwei Scheiben eingesammelt oder werden wir gleich eingesammelt haben. So, unten ist eins wieder zum Leben erwacht von diesen Statuen, die wir dann gleich töten dürfen. Und weil ich noch gar nicht so oft gespeichert habe, und das habe ich wirklich noch nicht so oft hier, speichere ich gleich nochmal. Ich glaube, das wird mich eh gleich zerhackstückeln. Wer League of Legends spielt, weil ich auch da Anfang der Folge mit geredet hatte, wird irgendwie den hier erkennen, so ein wenig. Es ist nicht der von League of Legends. Mal ganz einfach. Es sieht aber aus wie Jing Zhao, so sagen ja viele. Ich nenne ihn Xing Sao ganz normal. Und das hier musste ich damals so oft suchen. Oder so lang vor allem suchen. Diese Stelle. Weil man kommt nicht sofort drauf, dass man hier lang muss. Also jetzt ist hier ein Gitter. Deswegen in Tomb Raider einfach mal sich im Kreis drehen. Man findet dann schon irgendwas. Ja. Man musste erstmal das finden, diese eine Stelle. Um halt überhaupt dann klar zu kommen in diesem Level. Ich glaube, der letzte wird jetzt auch wach. Ich mag diese Sounds auch nicht. La la la. Ich weiß, ich mag so vieles in diesem Game nicht. Es ist dennoch ein Klassiker. Und gerade weil einfach dieses Feeling gerade hier so ist, von diesem Level, es ist einfach spitze. Das findet man in kaum irgendeinem Spiel jetzt. Ich meine, die neuesten Games sind alle so actiongeladen, überall nur Explosionen und, na gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, nur Explosionen. Aber es sind halt schon viele Special Effects, die Tomb Raider eigentlich nicht so braucht. Es hat ja wirklich eigentlich. Also, Tomb Raider ist großteils eigentlich nur Rätsel lösen. Und das ist halt auch eins meiner Favorites. Weil, ja, man muss hier einfach mal ein Köpfchen benutzen und nicht nur einfach mal die Levels durchrushen. Was man natürlich hier auch kann. Aber ich es nicht wirklich für nötig halte, dass man hier so durchrusht. Obwohl, das letzte Level habe ich schon. Doch. Das kann man ruhig sagen, durchgerusht. Es ging auch schneller, als was ich dachte. Deswegen habe ich es auch in einem Part hochgeladen. So. Aber ja, das wird noch alles. So, wir haben da ja jetzt diese zwei Metall-Dinge eingesammelt. Irgendwas. Normalerweise müsste das da, was da hinten ist, dieses da untere, der müsste normalerweise zu Leben erwecken. Aber irgendwie tut er das gerade nicht. So, ich am Überlegen, wie ich da auch rüberkomme. Doch da. Da wird jetzt einer wach. Ich habe auch in diesem Spiel ganz stark diesen Vergleich. Nicht nur das mit Xing Sao von League of Legends, dass der irgendwie hier so irgendwie auch dann so aussieht, sondern auch, wer den Anime. Ja, ich muss irgendwie mit Vergleichen kommen, ansonsten bringt das ja nichts. Ansonsten wäre es ja auch ein bisschen langweilig. Wer den Anime Gans kennt. Gans, mit so einer schwarzen Kugel, wo dann halt, wenn man stirbt, ja, diese Möglichkeit hat, wiedergeboren zu werden, glaube ich, war das. Ist auch schon Ewigkeiten her, dass ich den gesehen habe. Ist auch mehr so ein Splatter eigentlich. Obwohl ich auch davon kein Freund bin. Ja, geht der rein? Ja. Auf jeden Fall, diese Statuen kommen einem so vor, wie von dem Anime Gans. Bewegt er sich da hinten? Nein. Okay, der wird auch noch nicht wach. Ich glaube, der wird aber wach. Na komm, ich weiß, du willst. Okay, ich save state jetzt einfach nochmal. Man weiß ja nie. Und die Game Sounds sind weg und das mag ich überhaupt nicht. Denn, ich hätte das glaube ich schon mal gesagt, Ingame-Musik verrät das, was kommen wird. Okay, ging das denn jetzt hier? Klingt ganz schön Cyborg-mäßig. Okay. Ich weiß, dass du sterben willst. Sieht so komisch aus, diese Flammen. Das ist so geil. Ich glaube, das ist auch. Nein, nicht nur ich glaube, das ist sogar einer dieser Gründe, warum ich mich für Tomb Raider 2 entschieden habe zu Let's Playen. Es ist einfach diese Atmosphäre, dieses Feeling, was rüberkommt, das ist so übelst geil.
Okay, das war jetzt fehlhaft von mir. Das war ganz schön schlecht. Man kommt so rüber. Ich habe eine Abkürzung genommen, schätze ich mal. Ich glaube, es war auch nicht die beste Idee. Was für eine Scheiße habe ich jetzt hier fabriziert? Ich bin an einer Stelle, schätze ich mal, wo ich noch gar nicht sein dürfte. Gehe ich jetzt mal von aus. Diese Sounds. Ich komme damit nicht klar. Ich weiß gar nicht, was ich so großartig jetzt von mir geben will, beziehungsweise sagen möchte. Außer, ich mag dieses Level nicht. Ich mag dieses Level nicht. hier kommen wir hoch. Ich wusste, irgendwo ging es hoch. Ich wusste nicht mehr genau wo. Oh, ja, jetzt weiß ich, warum diese Sounds so waren gerade eben. Wegen dem hier. Und ja, die landen. Jetzt wissen wir's. So, da ist jetzt so ein Loch. Muss ich da jetzt hin? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch einen kompletten Teil übersprungen, den ich hätte nicht überspringen dürfen. Sage ich jetzt einfach mal so. Oh mein Gott. Lasse ich mich von so einer Dreckskugel überrollen. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass von der anderen Seite noch eine kam und dass ich von der halt überhaupt noch getroffen werde. So, so. Okay, ich habe es geschafft. Zumindest so weit. So, ich speichere einfach hier jetzt nochmal. Und irgendwie ist hier schon wieder so ein Vieh, oder? Irgendwas, das schweben kann wieder. Oder auch nicht. Das hält ja schon wieder auf. Ich habe gegen einige Sachen in diesem Game was. Gerade gegen diese fliegenden Viecher. Diese Statuen. Ich finde, Statuen sollten nicht fliegen können. Zumindest Steinstatuen nicht. So, ich glaube, ich habe hier ganz schön was ausgelassen. Ich glaube, ich muss auf der Brücke landen. Ich weiß es nicht. Hier so. Und ich glaube, ich habe mir das jetzt komplett verbaut, oder? Sieht aber richtig aus. Motherfucking shit. So, du stirbst aber, oder? Du stirbst? Du willst doch sterben, oder? Dankeschön. Und ich glaube, wenn ich das jetzt betätige, den Hebel. Ich glaube, damit ging die Wand nämlich hoch. Genau, aber da hängt das Ding jetzt noch. Ich glaube, ich habe hier wirklich einen groben Fehler gemacht in diesem Level schon. So. Kannst du bitte. Einer von denen muss mindestens sterben. Okay, du bist auch tot. Jetzt weiß ich nicht, ist oben wieder so ein Dings, wo ich mich festhalten kann, oder wie sieht das aus? Da ja das hier jetzt aufgegangen ist, das hängt da noch. Und ich müsste höchstwahrscheinlich da wieder hoch. Ich schaue mich mal um, ansonsten muss ich mir einen anderen Weg einfallen lassen. Okay. Ich glaube, unten ist Lava, deswegen flackert das schon. Das ist nicht so gesund. Ich habe aber auch schon über die Hälfte des Levels. Also das ist auch nicht so schlecht. Ich save state da jetzt einfach hier nochmal. Ich darf nie vergessen, dass ich hier nach rechts drücken muss. Und ich frage mich nur, oben werden halt immer so Zahlen angezeigt, wie oft ich schon gespeichert habe. Je weiter ich aber nach unten gehe, wird es dann halt nicht mehr angezeigt, wie oft ich gespeichert habe. Ist ein bisschen problematisch, weil jetzt muss ich wieder suchen. Wenn das jetzt wirklich ein Fehler gewesen ist, dass ich da diese Seilbahn verwendet habe, ich weiß gar nicht, wo man sich da halt ranhangelt und einfach wie macht. Ob das jetzt wirklich falsch war, ich kann das ja eigentlich überspeichern hier. Das ist ja egal.
Sondern da ich ja nicht wirklich weiß, ob das richtig, falsch oder sonst irgendwas gewesen ist. Ja. Muss ich dann halt schauen, dass ich da das entweder lade und einen anderen Weg finde. Oder ich sterbe einfach. Weil dieses Level dann komplett von vorn begonnen werden muss. Oder von einem anderen Save State aus. Und mir dazu eigentlich gerade so ein bisschen Lust fehlt, hier nochmal das Level so halbwegs nochmal durchzuspielen. Weil ihr seht, also wenn wir jetzt ungefähr die Hälfte haben, müsste ich dann nochmal die Hälfte ungefähr machen. Und das ist ganz schön nervend aufreibend. Kommen wir mal schauen. Ah, da hängt noch eins. Oder wieder eins, könnte man eigentlich sagen. Schon förmlich. Und darüber bin ich auch ganz froh. So, jetzt stellt euch das mal vor, ihr macht das so als sechsjähriger Knirps. Es ist nicht allzu lustig. Gerade wenn man dann halt so viel überlegen muss, wie läuft das jetzt richtig, was muss man genau machen, um keinen Fehler zu machen und und. Aber ich habe einen Fehler gemacht in diesem Level und ich konnte ihn begleichen. Okay. Oh Mann. Komme ich da so drauf? Ich glaube, das war richtig. Ist hier oben was machen musste. Jetzt muss ich mal kurz suchen. Ja. Da siehst du ja schon aus dem Augenwinkel, dass da ein Schalter ist oder ein Hebel. Aber ich glaube, den kann ich betätigen, bevor der jetzt kommt. Ich weiß jetzt nur nicht, was aufgegangen ist, wie was aufgegangen ist, wo was aufgegangen ist. Ich weiß nur noch, wo ich gleich hin muss. So halbwegs. Ja, wo bist du, mein Freund? Da bist du. Na, stirb. Mit der Automatik geht das schneller down. Das muss man ganz einfach mal sagen. Down muss ich hin. Früher oder später. Das geht jetzt aber noch nicht. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal hier runter. Bin mir in dem Level jetzt aber auch nicht mehr so ganz sicher. So. Ich glaube, darunter musste ich. Können wir mal schauen, ob ich da vielleicht sogar so runterkomme. Dünn, 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 dünn. Ja, ich komme da so runter. Um den Hebel zu betätigen. Ah, damit hat sich das geöffnet. Die Kamera ist gleich schon richtig, was zum Glück. Ich glaube, hier kann ich dann auch ohne Probleme hoch. Ohne mich, glaube ich, sogar treffen zu lassen, oder? Ja. Oh Mann. So, oh boy. Jetzt gucke ich mal ganz kurz hier vorne. Ich glaube, hier war nämlich auch noch so ein. Da, man sieht so einen Eingang. Ist das, weil sich das eine Monster hinter versteckt hatte? What the fuck? Da kommt noch einer? Natürlich, du lässt dich von der Lava treffen, es passiert nichts. Dankeschön. Okay, mit denen habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ich habe ja nur gesehen, dass da halt der erste Gegner rauskam, deswegen dachte ich, guck's jetzt hier einfach mal, also so schielst du da mal so rein. Und so. Okay, da ist wohl nichts mehr. Ja, wie gesagt, da hinten ist das jetzt aufgegangen. Die Frage ist, wie springe ich da jetzt am besten rein, weil irgendwie müssen wir da hier reinspringen. Komme ich eigentlich in das Loch rein? Ich könnte das ja mal ausprobieren. Nochmal Safe Staten. Okay, ich bin ganz unten angekommen. Aber es ist ja bis jetzt alles gut gelaufen. Es lief ja alles soweit rund. Ohne dass ich jetzt irgendwie das Level neu beenden musste. Neu beenden musste, nein. Das Level neu beginnen musste, so herum. Safe State Nummer 111. Stellt euch mal vor, ich hätte das jetzt damals komplett neu aufnehmen müssen. So. Bin ich jetzt ungefähr bei 5000. Spikes. Okay. Ich versuche einfach mal jetzt mein Glück und gehe einfach mal hier runter. Und drücke mal so ein bisschen die Daumen, dass ich richtig bin. So.
Was ist hier noch Feines versteckt? Oh. Ich glaube, ich bin falsch. So kam mir das nicht in Erinnerung. Gerade weil auch die Klingen, die unten sind, in dem Wasser in die verkehrte Richtung hauen. Das heißt, ich glaube, ich bin jetzt von hinten. Egal, ich lasse mich da jetzt einfach treffen. Das sind dumme Treffer, aber ja. Ansonsten würde es ja auch ein bisschen aussehen, als ob ich cheaten würde hier. Ja, er wird nicht getroffen, das kann ja nicht sein. Soll ja auch ein bisschen glaubhaft drüber kommen, dass ich es auch spiele. Nein. ihr könnt darauf auf jeden Fall vertrauen, dass ich es selber spiele. So. Aber jetzt muss ich mal schauen, wie ich da unten reinkomme. Soll ich es versuchen? Nee, ich versuche es einfach mal. Es kann ja nicht mehr passieren, als dass ich in die Lava falle, oder? Glaube ich zumindest. Ich möchte mich gerade wieder mal umbringen. Okay, jetzt kann ich wirklich hier so einen perfekten Run hinlegen. Zumindest in diesem Abschnitt des Levels, dass ich mich nicht treffen lasse. So. La 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 la. Ich bin so toll. Ich werde nicht getroffen. So, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hatte ich ja diese zwei Teile schon betätigt. Nicht, dass da jetzt auf einmal noch dieses Ding ist. Und ich mache da jetzt diesen Körper rein und werde dann aber eigentlich voll zermatscht. Okay, es geht. So, und wir werden auch gleich sehen, warum ich mir dachte, dass ich halt irgendwie mich verspielt hätte. Hier ist ein Hebel, den müssen wir betätigen. Und es ist einfach genial, wie das Wasser nicht verdunstet von dieser, sagt es, von der Lava, von der Hitze der Lava. Natürlich, wenn ich jetzt hier so machen würde. Okay. Es passiert nichts. Ich dachte, vielleicht verbrennt sie sich oder so und fällt aber wieder ins Wasser und wird gelöscht. Aber sie brennt ja noch nicht mal. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Es ist einfach komisch, dass die Lava oben schwimmt. So, jetzt habe ich es gesagt. Tomb Raider. Ich bin mal nicht einer Meinung mit dir. Okay, gut, dass ich mich hier umgedreht hatte. Wofür ist der? Okay, die hören auf. Gut, dass ich das beobachtet hatte, dass sie falsch rum waren. Ansonsten. Ich glaube, den Weg hätte man aber auch gehen können, oder? Man hätte gar nicht anders das machen brauchen. Man hätte den Weg auch einfach so nehmen können. Weil man hätte ja auch den Weg andersrum schwimmen können. Aber es wäre ja auch hingehauen. So, kann ich das eigentlich bewegen? Aber das kann ich. Nee. Wie komme ich da jetzt eigentlich nach oben? Da muss ich aber den bewegen können. Oder? Ja. Okay, den ziehe ich mir da jetzt einfach rum. Das Problem ist ja, da ich ja nicht mehr auf dem Emulator spiele, sondern ja ganz normal, ist das dann halt so, dass ich hier das nicht vorspulen kann mehr. Also auch ein bisschen problematisch. Und ja. Ich gucke gerade auf mein Headset, nicht, dass das irgendwie rot leuchtet da am Mikrofon. Weil das hatte ich schon einmal, da ich jetzt diesen, jetzt glaube ich zum 10. Mal sage, diesen Marathon aufnehme und dann auf einmal keine Stimme mit aufgenommen wird, das ist schon ein bisschen problematisch. Ich habe mich noch nicht mal vergewissert, ob das Headset überhaupt eingesteckt ist. Moment. Es ist aber drin, ja. Das wäre es jetzt noch. Headset nicht eingesteckt. Zwei Folgen aufgenommen ohne Stimme. Und da könnt ihr sicher sein, nachsynchronisieren würde ich das auf jeden Fall nicht. Weil ich gar nicht weiß, was ich mir laber. Ich gebe einfach zu viel Mist von mir. So, ich möchte es aber eigentlich auch langsam schaffen, das Level. Weil, wie gesagt, so lang ist das nicht mehr. Ich habe jetzt gut etwas über die Hälfte vom Level. So, jetzt will ich wissen, ob ich da wieder rüberkommen kann. Und um das herauszufinden, speichere ich hier.
Bitte, 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 bitte. Ja. Okay. Spare mir einen Weg. Ihr werdet doch bestimmt wach, oder? Hallo? Hallo? Okay, dann nicht. Ich mag diese Geräusche nicht. Muss ich hier runter? Ja, ich muss runter. Ach du Scheiße, ich glaube, das war dieser eine eingesperrte Raum, wo ich dann gleich bin. Dann zigtausend Gegner auf mich zurennen. Genau. Hier sind diese Bartollis, Gehilfen, die diese Messer werfen, die man auch gut dodgen kann, wenn man sich nicht so anstellt, wie ich es tue. So. Ich glaube, ich nehme ganz schön viel Schaden, obwohl ich habe noch halbe Leben. So, du bist tot, du bist tot. Jetzt lebst du dann noch. Du bist auch tot. Nein, 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 ich will da nicht in die Lava rein. So, vier von denen waren hier, vier von denen sind tot. Auch ganz schön was für mich. So, ich möchte jetzt aber eigentlich wissen, wann, wie und wo diese Viecher hier zu leben erwachen. Da habe ich schon die Antwort, die erste. Du erwachst natürlich sofort. So, haben die alle Medipack und so? Ne, der hat nur Uzi. Oh my fucking god. Oh my shit. Huh, ich dachte, er wirft mich jetzt in die Lava rein. Naja. So. Ach ja, ich hatte mir ja in der letzten Folge das auch ein bisschen vorgenommen gehabt, dass ich in den Let's Plays eigentlich auch lauter rede. Ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich auch durchhalte, so wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Oh mein Gott. Ich dachte, da wäre jetzt auch diese Lava. So. Ja, wie gesagt, in den Let's Plays wenig lauter zu reden. Und der wird auch noch wach. Darf ich hier auch mal irgendwie ein bisschen meine Ruhe haben? Ja, wie gesagt, lauter reden. Dass halt die Ingame-Sounds nicht gerade so gravierend übertreiben. Deswegen hatte ich es ja auch in der letzten Folge leiser gemacht. Da hinten fehlt auch noch einer. Nicht, dass ich jetzt hier aufgespießt werde, wenn ich den Hebel betätige. Ich betätige ihn einfach. Was soll schon passieren? Ich sterbe. So. Was ist das jetzt auf einem Fingerrausch? Ding, 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 ding. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr beunruhigend. Okay, die Tür geht auf. Ich zücke einfach meine Waffen, man weiß ja nie. Von der Uzi-Munition hätte ich jetzt auch nicht mehr so viel eigentlich über. Ah, du wirfst wieder deine blöden Messer. Okay, er ist tot. So, ich setze jetzt einfach hier mal ein Safe State. So. Okay. Wo bin ich? Game, sag es mir. Sag mir, wo ich bin. Oh, da sag es mir nicht. Ist ganz schön dunkel hier, ich weiß. Ich glaube, die werden gerade wach hier, links und rechts. Ja. Ich mag euch nicht. Ich weiß, ihr mögt mich auch nicht, aber ich mag euch nicht. Ja. Ich möchte jetzt aber hier nicht nochmal runterfallen, sonst muss ich nochmal den ganzen Weg nach oben laufen. Was jetzt eigentlich nicht so schlimm war, diesen Weg nochmal zu laufen. Es wäre halt nur wieder runter und diese ganzen Stufen wieder nach oben. Okay. Dass diese Pisser aber auch nichts fallen lassen. So, jetzt möchte ich aber hier nochmal Safe Staten. Speichern, Safe Staten, alles das gleiche.
Und ihr seht ja bei Tomb Raider, es ist normal, man muss es ganz einfach irgendwann mal machen. Ansonsten hat man hier ganz schön Probleme. So. Ah, wo war das? Wie war das? Ich glaube. Oh. Ich glaube, ich gehe jetzt hier mal rüber. Huh. Okay, höher brauche ich glaube ich auch nicht. Ja. So, ich pausiere mal ganz kurz. Augenblick. So. Nach 1,5 Stunden Aufnahme braucht man auch mal was zu trinken. Oh mein Gott, Changangu trinkt im Let's Play. Ja, nehmt mir das nicht böse. Deswegen habe ich auch ganz schnell pausiert gehabt. Das heißt, ja. Es wäre ja auch blöd, wenn man so lang. So lang ist das gar nicht. Wenn man dann halt Standbild hätte. Nichts hören würde. Beziehungsweise es gibt ja auch diese Leute, die im Let's Play trinken, habe ich auch schon von gehört. Nichts einzuwenden, aber wenn man sich dann nicht mutet oder so, ist das schon blöd. In meinen Augen. Wie gesagt, ich bin kein Perfektionist, ich kann nicht alles perfekt. Weil, wenn ich wirklich Perfektionist wäre und alles perfekt machen würde, würde ich auch mal auf die Idee kommen, nachdem ich das letzte Level durchgespielt habe, einfach mal zu pausieren und dann schon was zu trinken. Von daher, ja. So, ich möchte aber hier hoch. Ich glaube, es ist zum ersten grün. Ich glaube ja, das müsste reichen, damit ich auch noch zurückjumpen kann. Oh! Ich hasse es. Ich müsste ja eigentlich mit. Nein! Nein, ich gebe hier nicht auf. Also ich gebe erstens hier nicht auf. Zweitens, ich werde hier nicht. Oh, ich mache jetzt mal Pause. Also hier, und wir sehen uns dann oben. Das wird es jetzt von mir nicht geben. Das entweder schafft das oder ich schaffe das nicht. Also hopp oder top. Vielleicht mit einem Safe-State zwischenzeitlich oder ich weiß gar nicht. Wie hoch war ich denn jetzt? Da will ich mir den Kopf anschauen. Ich versuche es einfach hier aus. Okay. Das Grüne sah ja gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, ich muss dann aber bis zum Roten. Also, dass die Hände bei den Roten sind, die Füße so bei dem grünen Bereich. Ich glaube, das ist ganz okay. Ich glaube, das markiert das dann auch. Rot, okay. Weiter sollte man dann nicht. So, meinte ich. Ja. Das ist doch prima. So, und jetzt kennen wir das ja noch aus dem Winterlevel. Was wir hier machen dürfen. Und zwar, wir jumpen nach hinten. Wir jumpen nach vorne. Wir jumpen nach hinten. Wir jumpen nach vorne. Wir jumpen nach hinten. So, ich glaube, das reicht auch hier. Ah, was machst du hier? Steht er da? So. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass er noch dort steht. Und ich lasse mich natürlich. Oh, ich nehme schon wieder Schaden an Sachen. So, ich glaube, wenn ich da unten jetzt einmal durchhusche, bin ich im Dings. Im letzten Level. Und das würde mich tierisch freuen. Also so Biberfuchs Wolfmäßig. Wie ein kleines Pikachu würde es mich freuen. Und ich glaube, damit hätte ich das Level dann auch beendet. Oder? Oder nicht? Oder? Oder nicht? Oder? Oder nicht? Ich hab's beendet. Es ist geil. Es ist einfach nur pure Geilheit auf pure Geilheit gerechnet. Man addiere pure Geilheit dazu und hat einfach dieses Level. Es ist einfach nur genial. So, das waren die fliegenden Inseln von Tomb Raider 2. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal im letzten Level. Bis dahin. Ciao, ciao.